Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So. Hey, komm rein. Ich glaube, wir haben es bei 1000 Meilen haben wir angefangen. Mal gucken, wie viele wir noch fahren müssen. Ah, drive safe. Also noch zwei Folgen, Max. Up. On the road again. Da bin ich auch mal wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser ganze Boss, dieser Canvas hier nicht wirklich. Der wirkt mir vom Innenraum, von der inneren Architektur zu plastisch. Der wirkt mir einfach zu gewollt, modern, aber nicht geschafft. Also diese typische 2000er-Look. Das finde ich halt einfach aus unserem Peter-Bild halt schon schöner. Deswegen will ich gerade überlegen, ob wir es nicht so machen, dass wir einfach eine Garage aufmachen für Mitarbeiter mit so LKW mitsamt Auflieger. 5 Stück. Dass quasi 5 unserer Mitarbeiter von der Luxuskarren fahren können. Halt, wie gesagt, mit Auflieger. Und wieder zu unserer Peterbilt-Wechsel. Denn der macht, was Kabinen und so angeht, definitiv mehr her. Oh, mal schauen. Gut, ein Teil des Frusts kommt auch daher, dass ich mich hier jetzt wieder als Lenkfalten gefühlt muss. Deswegen schon bei den ganzen Kurven immer so rum Eier. Aber wie gesagt, das gesamte Innenleben von der Kabine. Gerade auch, dass man nicht wirklich sieht, wie die Lichter eingestellt sind. Da hast du also diese beiden Glügel, die du da vorne siehst. Und dann dieses kleine Info-Display. Alles ist mehr gewollt als gekonnt. Hab ich das Gefühl. Vielleicht gewinnen wir uns aber auch noch dran. Haben wir noch 590 Meilen vor uns.
Mitarbeiter, bevor wir so mal bei unseren Mitarbeitern vorbeischauen, die eigentlich aktuell noch figuriert sind. Da sind wir wieder ein paar Level aufgestiegen. Ich meine, gut, diesen Zielschieb laufen kann da nicht. Wir kriegen so oder so pro Level einfach einen Punkt, wie sie die verteilen. Letztendlich kommt die eh irgendwie auf ihre 36 Punkte, von daher. Schief gehen kann also schon mal nichts, kann höchstens ein bisschen unoptimal laufen. Ja, vor uns war Kopf schon wieder um hier. Weil du verwaffelt hat, halt am meisten im LKW jetzt schon ärgert, ist die Lackierung. Ich will gerade zu dem Mikro wieder haben. Das ist doch kein LKW, das ist ein Zustand. Oh, wer liegt in der Raststätte, müssen wir auf jeden Fall auch tanken. Der Himmel, das ist echt jetzt eng drauf. Ich muss schon die Heimwäsche an. Easy, let's go.
habe ich mich so gut an das Lenkverhalten gewöhnt. Da werde ich später zurückwechseln auf dem Computerbild. Ich habe wieder komplett im Eier. Jetzt können wir einfach die ganze 30, also 6 PM, also 6 oder 7 oder so, komplett gehen und dann die Nacht komplett. Ich würde sagen, am besten irgendwo, wo wir auch tanken können. Ich bin stehen geblieben. Und
Abend. Aber wie kaum war ich rübergezogen, ich habe mich richtig gesehen. Ich wurde so ein bisschen so stark abgebremst, dass wir jetzt komplett verloren haben. Ja. Same life. Stelle fällt immer wieder auf, nämlich hier diesen Erkunden 100%. Also dass da teilweise wirklich immer irgendwie absichtlich bestimmte Strecken fahren muss, die man sonst normalerweise nie fahren würde. Beispiel: Jeder, der hier hin möchte oder hier möchte oder hier parken möchte, würde immer hier lang fahren und hier reinfahren. Er würde nie auf die Idee kommen, hier gerade durchzufahren und dann hier diese Schlaufe zu nehmen. Das gleiche ist auch, wenn man von hier, da oder hier zurück auf die Autobahn möchte, auch dann würde niemand auf die Idee kommen, extra hier hinten lang zu fahren, nur um dann die Straße zu nehmen, zurückzukommen, sondern jeder würde dann von hier aus die Schlaufe nehmen. Das heißt, die Strecke hier und die Strecke hier ist casual, also wird halt casual nie aufgedeckt, sondern die musst du wirklich bewusst anfahren, damit du irgendwann mal die 100% bekommst. Genauso wie die Straße hier und die Straße hier. Wobei bei der ist es schon wahrscheinlicher, dass wenn du von hier kommst, dass du dann, ja, weil auch da würdest du ja die nehmen. Auf eigentlich ist eine Brücke. Stimmt, hier kannst du gar nicht lang. Okay, das heißt, wenn du von hier kommst, musst du tatsächlich hier lang fahren, um hier raufzukommen. Genauso wie... Weiß ich gar nicht. Stimmt, wenn du von hier runterfährst, dann musst du auch hier lang fahren,
Weil eben, die kannst du gar nicht abbiegen, ist ja gar keine Kreuzung, ist ja eine Brücke. Okay, vielleicht. Solide. Warum heute so langsam, Leute? Die sind völlig überbelichtet. Bei den anderen Spielern sieht es völlig normal aus. Aber bei den Overlay-Dingern. Immer etwas heller als alle anderen.
sind wir schon wieder auf der falschen Fläche hier. Ich will jetzt nichts versprechen, aber es könnte passen. Ich kann doch nicht peggen. Du bist doch verarsche. Ach, geht doch. Ich war jetzt echt noch so laut im Wohl. Wohl, ich hab mal verliert komplett quer. War alle Spuren. Gott, I can. Gutchen, na dann, oder dann, das soll für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns ohne Drop morgen wieder. Bis dann.